untersagt, die Kiste auf dem Dachboden zu öffnen. Was versteckt er da? Ich muss es herausfinden. Das Beste an meinem Zimmer ist die Aussicht, sagt Bernhard. Aber ich sage, das Beste an meinem Zimmer ist mein Bett. Na, es scheint nicht aufzugehen. Ich habe nie besser ausgesehen. Da drin bewahre ich meine Unterwäsche auf. Ich brauche keine neue Unterwäsche. Ah, sieht ziemlich abgenutzt aus. Keine Chance. Ich habe zurzeit keinen Typ, mit dem ich mein Bett gebrauchen könnte. Ah, besser nicht. Da drin sind meine Schminksachen. Ich bin schon geschminkt. Mein Kleiderschrank? Vielleicht sollte ich mich umziehen. Ach nee. Toll! Oh Mann, sehe ich wieder toll aus? Ein Waschbecken? Was denn sonst? Ah, besser nicht. Wenn du wegschaust, gehe ich baden. Ah, besser nicht. Ein Fußabtreter. Na, ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Ein Fenster. Man kann von hier aus Hokis Haus sehen. Die Toilette samt Spülung. Nein. Nein. Eine Lampe. Ein Nachtschränkchen. Da darf ich nicht ran. Das ist das Bett von Mom und Dad. Na, besser nicht. Ein Nachtschränkchen. Da darf ich nicht ran. Eine Lampe. Von hier aus kann man Hokis Haus sehen. Na, es scheint nicht aufzugehen. Die Tür ist verschlossen. Die Luke vom Dachboden. Toll! Das Bild hat Bernhard von Ed geschenkt bekommen. Hier passt es am besten hin. Schau an, dahinter ist ja ein Umschlag. Ein Umschlag. Na, es scheint nicht aufzugehen. Nette Truhe. Ein Stück Draht. Der Draht ist krumm. Und hier sind noch mehr Bücher. Hey, da ist ja mein Tagebuch. Das nehme ich sicherheitshalber mal mit. Mein Tagebuch. Mein Schatz. Na, es scheint nicht aufzugehen.
Das sind Bernhards Bücher. Der Tisch wird von zwei Stühlen umrahmt. Wenn Kerzen drin wären, kann man im Kerzenschein zu Abend essen. Na, ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Ein großer viereckiger Tisch in der Mitte des Raums. Der Tisch wird von zwei Stühlen umrahmt. Eine Brausedose voll Lako. Eine Dose voll schöner Brause. Schränke, nichts als Schränke. Da ist nur altes Geschirr drin. Da sind nur unwichtige Backbleche drin. Die geht nicht auf. Hat Bernhard kaputt gemacht. War wohl wieder eines seiner Experimente. Wie gewinnt man Erdöl aus Plastik? Mama hätte ihm beinahe eine runtergehauen. Schau an, eine Zange. Eine Zange. Warum? Die geht nicht auf. Hat Bernhard kaputt gemacht. War wohl wieder eines seiner Experimente. Wie gewinnt man Erdöl aus Plastik? Mama hätte ihm beinahe eine runtergehauen. Warum? Da sind Gewürze und andere Kochutensilien drin. Da darf ich nicht ran. Nicht mehr. Ach, seitdem ich einmal gekocht habe. Schränke, nichts als Schränke. Nur das Waschbecken. Besser nicht. Igitt! Bernhard in Badehosen. Ein leeres Trinkglas. Ein leeres Trinkglas. Die Fernbedienung des Fernsehers. Eines der elektronischen Geräte. Wo Bernhard glaubt, selbst ich könnte sie bedienen. Die Fernbedienung des Fernsehers. Toll! Besser nicht. Unser Fernseher, er ist momentan aus. Hier bin ich wieder, Ihr alter Freund Mark Itier. Und der heutige Tipp des Tages, wenn Sie Äpfel im Keller lagern, halten Sie länger. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Hier bin ich wieder, Ihr alter Freund Mark Itier. Und der heutige Tipp des Tages, wenn Sie Äpfel im Keller lagern, halten Sie länger. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Besser nicht. Toll! Eine Vase. Ein Bild von mir, zwar etwas älter, aber dennoch sehr schön. Toller Ausblick. Der Nachbarssohn duscht mit Badehose im Freien und der Hund von Frau Seugwitz pinkelt an einen Laternenpfosten. Kleider, Haken, was denn sonst?
Willkommen! Hier sieht man in das Wohnzimmer. Von hier aus kann man in die Küche sehen. Familie Bernoulli. Lea. Ein Rohr. Ein Stück Rohr. Toll! Schau an, da ist also Mamas alte Truhe hingekommen. Was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Schraubstock und ein Schraubdings. Ah, das nehme ich mal mit. Ein Stück Rohr. Ein Schraubstock. Ja, irgend so ein Schraubding, um was festzumachen. Oh, die Truhe ist leer. Was ist das denn für ein komisches weißes Zeug? Na, besser nicht. Mit bloßen Händen? Nee. Ich tue etwas von dem Salz in den Umschlag. Ein Umschlag mit Salz. Gute Idee, das gibt bestimmt eine gute Säure. Säure in einem Glas. Toll! 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 So, ich ziehe jetzt am Draht. Jetzt ist er gerade. Ein gerichtetes Stück Draht. Toll! Toll! Na, besser nicht. Toll! Das ist ein Dietrich. Gute Idee. Ich schließe die Tür mit dem Dietrich auf. Fertig. Oh, so ein Mist. Der Dietrich ist zerbrochen. Ein Geschenk von Dr. Fred. Ich mag diese Pflanze überhaupt nicht. Der ist kaputt. Ich kann Hokis Haus sehen. Die Schublade ist verschlossen. Schublade geschlossen. Bernards Arbeit für Jugend forscht. Es hört einfach nicht auf, sich zu drehen. Bernard hat's mir zwar mal erklärt, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Gewinner des Eierkopfpreises. Das passt zu Bernard. Bernards Lieblingsbücher von Physik bis Astronomie ist alles dabei. Bernards Bettdecke ist exakt gefaltet. Puh, was ist der doch so penibel? Es geht nicht. In Bernards Bett schlafen und es unordentlich machen? Ja, vielleicht später.
ein guter Tag für die Photosynthese. Ich höre mich schon an wie Bernhard. Nein, ich könnte herausfallen. Mit der Säure schmelz ich das Schloss auf. Schau an, da hat er also den Lukenöffner versteckt. Dies ist der Lukenöffner für den Dachboden. Ah, besser nicht. Der ist kaputt. Der funktioniert im Moment nicht. Er wird ihn wohl wieder kaputt gemacht haben. Die Luke vom Dachboden. Ein Poster von Grün. Da steht irgendwas, aber ich kann's nicht lesen. Es ist ganz verschwommen. Etwas wie für... Nee. Hier steht Disco-Sax. Grüns Lautsprecher. Wow, Hoki grillt. Ein Regal mit lauter uninteressanten Sachen. Ah, eine Schachtel. Ob die wohl aufgeht? Ein Brief liegt darin. Hier steht... Liebe Britney, anscheinend hast du es geschafft, diesen Brief zu finden, was wieder einmal beweist, wie unglaublich neugierig du bist. Und außerdem hast du meinen Rat, die Schachtel auf dem Dachboden zu öffnen, nicht befolgt. Tja, Schwesterherz, es tut mir leid. Aber dein Angebot, mit Ed auszugehen, hast du wohl angenommen. Ich habe ihm jedenfalls in deinem Namen eine Einladung geschickt. Dein Bruder Bernhard. Nein! Wer mag das sein? Hallo, Süße. Ein Date mit Ed? Schauriger Gedanke. Gehen wir jetzt aus? Nein. Dann gib mir meinen Hamster wieder. Hä? Ich hab deinen Hamster aber nicht. Wie jetzt? Bernhard sagte, du hast meinen Hamster und ich bekomme ihn wieder, wenn ich mit dir ausgehe. Bernhard, so, so. Jetzt benutzt er also schon seine Freunde, um mir eins auszuwischen. Hör zu, ich hab deinen Hamster nicht. Ja, aber wo ist er dann? Was war das? Da drin bewahre ich meine Unterwäsche auf. Hier steht, liebe Britney, anscheinend hast du es geschafft, diesen Brief zu finden, was wieder einmal beweist, wie unglaublich neugierig du bist. Und außerdem hast du meinen Rat, die Schachtel auf dem Dachboden zu öffnen, nicht befolgt. Tja, Schwesterherz, es tut mir leid. Aber dein Angebot, mit Fred auszugehen, hast du wohl angenommen. Ich habe ihm jedenfalls in deinem Namen eine Einladung geschickt. Dein Bruder Bernhard. Mein Hamster! Dich nehme ich mit. Danke, Britney. Mua. Er sieht zwar eklig aus, aber küssen, das kann er.
Ich glaube, ich werde mit ihm mal Bernhard reinlegen. Oder was meint ihr? Ende. Tja, das war's. Starterpack von LucasFan. Idee zu dieser Episode: Rulerman. Erweiterte Programmierung: Rulerman. AGS-Engine von Chris Jones. Danke fürs Spielen.